Hallo und herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von WOTR. Heute sind wir mit Bulgur unterwegs, das Ganze auf der Karte Live Oaks. Und Bulgur ist auf seinem UI. Leider ist Lot hier. Mal schauen, was er machen kann. Er rollt auf alle Fälle Richtung Stadt, Richtung Heavy Ecke. So, da bekommt er 703, bekommt hier schon kräftig von Borask wahrscheinlich. Hat schon die Hälfte von seinen HP verloren, nur allein an der Überfahrt, also da lacht das Herz, würde ich sagen. Ohne ihn zu spotten, einfach so rübergefahren, nicht schlecht. So, und da wurde 703 schon mal Geschichte. HE macht's möglich, nicht? Oder auch nicht. Der IKV hat ihn, glaube ich, rausgenommen. Oder Chariot hier. Thank you.
So, da kommt er wieder. Wie sie alle schön abprallen. Jetzt wird schon HE geschossen. Aus dem Leben geklickt. So, der zweite ist von seinem, also von Bulkus TT ist hinten rausgenommen worden. So, mal sehen, wo sie sich eingegraben haben. T32 und KV85. Ah, da ist der erste. Da ist auch der zweite. Der KV85 hatte ihn nicht mal auf dem Schirm. Nicht schlecht. So, den Kill will er noch. Doch nicht. So, jetzt steht noch ein Uhu in der Basis mit 4 Kills. So, da wird er wohl nicht mehr viel abbekommen. Aber so hat er wenigstens noch 2000 Schaden zusammenfahren können. Schöner Sieg, muss man sagen. So, kommen wir nochmal zu den Gefechtsergebnissen. Das war für unseren Bulko auf seinem OI auf Live Oaks erste Klasse. Bombensicher, Wirkungsfeuer und Schläger. 25 Anleihen, 2035 Schaden gemacht. 976 ermöglicht, 3 Kills. Die Burask im Team hat definitiv noch ein bisschen mehr Schaden gemacht, auch der Oho, aber dafür war er auch nur ein OI. Ja, muss man ja auch dazu sagen. 34.000 plus, wie schon gesagt, 25 Anleihen, das Ganze in 10 Minuten 13 Sekunden, sogar 1400 Schaden abgewehrt, also mit dem OI sogar noch 976 gespottet. Oder halt Kette gezogen,
sodass seine Teammates dann drauf schießen konnten. Schöne Runde, muss ich sagen. Wenn es euch gefallen hat, dann abonnieren und liken nicht vergessen. Und dann bis zum nächsten Mal.